It's live! Hallo. Hallo. Heute ist ja Feiertag. Ich hatte euch ja gesagt, dass Romina ja vorbeikommt und sie hat sich gerade eben einfach mal so die Kamera geschnappt. Herzlich willkommen auf Dynamite's Live! Wir haben gerade gefrühstückt und es ist herrliches Wetter. Sonne scheint, Kaffee. Und wir trinken jetzt draußen auf dem Balkon Kaffee. Ich weiß gar nicht, sieht man mich? Sieht man bestimmt die ganze Zeit nur Titis. Bis später. Ich habe gar nicht gesagt, dass du da bist. Ich bin da. Und ach ja, ich habe es vergessen. Es tut mir leid. Jetzt sitzen Romina und ich gemeinsam hier und machen ein paar Skizzen. Wofür? Das sage ich euch jetzt nicht. Jetzt warte ich auf den Pascal. Der kommt gleich hier hin und dann wollen wir fortfahren. Dynamite. Romina ist jetzt weg und es hat mich so sehr gefreut, dass sie, obwohl sie heute arbeiten muss, trotzdem hier hingekommen ist, um Zeit mit mir zu verbringen. Das ist so süß von ihr und die muss jetzt auch ungefähr eine Dreiviertelstunde nach Hause fahren. Ich rechne ihr das so hoch an. Hat mega Spaß gemacht, auch wenn sie jetzt nur 3 Stunden hier war. Aber wir haben schön gemeinsam gefrühstückt, haben gequatscht, haben etwas gemacht und davon werdet ihr bald auch erfahren. Daniel ist mit einem Kollegen im Wald Fahrradfahren, aber er hat die Kamera mitgenommen. Deswegen seht ihr wahrscheinlich das, was die tut. Und ja, ich muss noch den Vlog schneiden, das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Aber ich bin gerade so platt und habe vor, erstmal für eine halbe Stunde die Augen zuzumachen. Und eigentlich muss ich noch den Haushalt machen. Hier sieht's aus, aber ich habe halt echt keine Lust und ich bin mega platt. Deswegen, ich weiß nicht, ob was ich dann gleich zuerst tue, ob ich zuerst den Haushalt mache und dann das Video schneide. Aber da das Internet hier so langsam ist, muss ich wahrscheinlich zuerst das Video schneiden. Also wünsche ich euch jetzt, ich wünsche mir ein schönes Mittagsschläfchen. Pascal und ich. Hallo Pascal. Hi. Sind jetzt mitten im Nirgends, irgendwo im Wald. Wir sind gefühlte 10 Minuten Fahrrad gefahren und sind voll am Arsch. Boah, ich bin richtig kaputt. Ich bin am Triefen wie Sau. Das ist ein Zeichen, dass wir zu wenig Sport machen, glaube ich. Oder wir haben es übertrieben. Komm, wir fahren nach Hause. Boah, ich habe voll Druck auf den Ohren. Sind jetzt da angekommen, wo wir hin wollten. Ziemlich weit oben. Und Alter, ich weiß, wo das ist. Kann man das sehen? Nee, ne? Oder? Wartet. Da oben, diesen Pimmel, den kann man aus der Stadt raus sehen. Auf jeden Fall. Wollen wir gleich hier runter brezeln. Das geht einfach querfeld runter. Der feine Pascal schnürt gerade seinen GoPro um. Wie wir da unten ankommen und wie es da runter geht, seht ihr jetzt. Stehen. Wir sind jetzt den Berg runtergefahren, wie ihr sehen konntet. Er hat mega, mega Bock gemacht. Und jetzt geht's gleich da in den Wald wieder rein. Und dann geht's irgendwo wieder Berg runter und dann schauen wir mal, was kommt. Freunde, ich bin endlich wieder wach. Das hat so gut getan. Ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr zum Beispiel von der Schule kommt oder von der Arbeit, dass ihr danach einfach das Verlangen habt, euch hinzulegen. Okay, jetzt ist Feiertag, ja. Aber das Ding ist jetzt, ich habe es nicht geschafft, das Video jetzt zu schneiden. Wir haben jetzt schon in einer Stunde, haben wir 18 Uhr. Ihr werdet es wahrscheinlich gesehen haben, dass dann am Donnerstag dementsprechend kein Video kam. Es tut mir leid. Wir haben uns jetzt, glaube ich, eine Stunde, anderthalb, zwei nicht gemeldet, weil wir beide geschlafen haben. Ich hatte mich gemeldet. Du hast dich gemeldet? Ja. Dann war ich so weg auf der Couch, dass ich gar nichts mehr mitbekommen habe. Mittlerweile ist der feine Pascal wieder am Start. Und wir zwei Hübschen haben relativ spontan entschieden, gleich nochmal Fahrrad zu fahren. Wir verbringen die nächsten 80 Jahre zusammen und dann wollen wir nur einen Tag Fahrrad fahren. Okay, tschüss. Okay, dann tschüss. Ich sitze hier auf dem Balkon und weiß nichts mit meiner Zeit anzufangen. Daniel ist mal wieder unterwegs mit seinem Fahrrad. Ja, er ist nochmal losgefahren. Ich sitze hier und gucke, wie soll es anders sein? Full House. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich heute kein Video rausgehauen habe. Ich habe ja getwittert, dass uns ein Vogel auf dem Dach geschissen hätte. Die, die mir auf Twitter folgen, haben es gesehen. Die mir nicht auf Twitter folgen, sollten es jetzt tun. Ich heiße dort auch Sandy Dynamite. Kannst euch auch nochmal hier reinschreiben und auch natürlich unten in der Infobox. Folgt mir gerne. Aber ich wollte euch den Schiss erstmal zeigen. Wie eklig ist das bitte? Schöne weiße Pavillon. Hat jetzt einen braunen Cutflake. Guck mal, wer da ist. Hallo. Ich hab meine Haare nicht gewaschen. Ach, Schatz. Wir grillen jetzt. Boah. Was denn? Hast du gebrannt?
Ja. Echt jetzt? Ja. Was hast du denn gemacht? Hast du daneben geschüttet oder was? Nein, ich habe einfach... Das ging nicht an, da habe ich meine Hand da drüber und dann auf einmal habe ich nur... Ja. Dann jetzt zündet sich selber an. Ein bisschen hat sich jetzt abgekühlt. Ich habe jetzt mein Hoodie an. Aber geilste Hose ever. Und guck mal, da kommen Himbeeren. Ich freue mich. Guck mal, wie schön das ist. Voll romantisch. Hier mit dem Feuer. Da mit dem Feuer. Und im Grill ist auch Feuer. Alles brennt. Beim heutigen Fahrradfahren und wir hatten ja diese kleine Kamera wieder dabei und der liebe nette Pascal hat sich so auf die Fresse gelegt, ja, dass wir das Fahrradfahren vergessen konnten. Der ist im Nachhinein ins Krankenhaus. Wie er sich auf die Fresse gelegt hat, wurde zum Glück, also der Film, das seht ihr jetzt. Der Kamera ist an. Schwung. An dieser Stelle könnt ihr in die Kommentare schreiben, gute Besserung, Pascal. Der wird wahrscheinlich jetzt mit einem Grinsen vor dem PC sitzen und sich einfach nur denken. Aber das Schlimmste ist, das hast du gar nicht gesagt, der war gerade im Krankenhaus. Das habe ich doch gerade. Hast du gesagt? Dass wir danach ins Krankenhaus sind. Ey, mega krass. Ich glaube, dann wird er sich ein bisschen freuen und dann ist es nur noch halb so schön. Und jetzt kommen wir zu Dynamite Tages. Der heutige Dynamite des Tages ist xhoney94. Jawohl. Sie schrieb: Cola Light schmeckt absolut widerlich. Wie kann man da den Unterschied nicht erkennen, Sandy? Eigentlich wollte ich den zweiten Satz vorlesen, aber dankeschön. Ich habe das Problem, ich kann nur Cola Light trinken, weil von normaler Cola, weiß ich, dann geht es meinem Magen nicht gut und dann muss ich mich immer so übergeben. Das ist echt komisch. Cola Light schmeckt mir. Ich kann das auch nicht unterscheiden, wie ich schon meinte mit... Warte, ich wusste nicht... Gesundheit. Danke. Mit Nesti. Mit Nesti und Nesti Light. Und kannst du das unterscheiden? Sag mal. Ja, normale Cola schmeckt halt irgendwie noch einen Tacken süßer. Aber ich glaube, die xhoney94, die wird mir bestimmt bestätigen, dass die beste Cola Vanilla Coke ist. Das ist die beste Cola. Ich hoffe, du siehst das Video und schreib mir in die Kommentare, ob das für dich auch die... Also meiner Meinung nach... Schreib das mal alle unten in die Kommentare. Welche Limonade welche Cola-Sorte ist eure Lieblingssorte? Ja, also ich bin auf jeden Fall der Fan von der Vanilla Code. Das ist einfach die geilste, die ist so... Oh. Ich vertrag nur Cola Light. Und Zero. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn ihr morgen Dynamite des Tages werden wollt, dann müsst ihr jetzt ganz fleißig kommentieren. Und hier oben kommen wir zu einer letzteren Folge von Dynamite. Die letzteren. Ja. Gib Daums und die letzteren Videos. Ja. Boah, Daniel, finde eine neue Sprache, ey. Ist so. Machst du das. Und nur die jetzt einen Daumen nach oben geben, sind cool. Richtig. Und wir sehen uns dann schon morgen wieder. Ja, um 18 Uhr. Tschüss. Tschüss.